Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Wir sind aktuell in Einklang, haben auch alles schon erkundet tatsächlich und werden nun, denke ich mal, zur Hauptquest gehen. Wir folgen einfach mal den Weg. Warte mal, da ist was Grünes, Leute. Das Grünes, da wollen wir natürlich noch mal hin. Die hat noch was. Das ist die Lester-Tante, die weiß alles. Was ich zu sagen habe, wird... Erzähl mal, was geht rein? Sei auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Als ob die Utaru Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Wir müssen mal schauen. Wir gehen falsch. Wir müssen auf jeden Fall umdrehen und wahrscheinlich in das Riesengebäude rein. Wenn nicht richtig, ja. Und dann... Es geht ja nur ein Weg hoch. Dann gehen wir einmal hoch. So. Nach links oder nach rechts? Wir gehen... Hier lang, bin ich richtig? Jawohl. Okay. Und... Nervös? Mit einer Fremden vor den Kurs zu treten. Ich hoffe, das klappt. Es lohnt sich so, du wirst sehen. Ja. Erzähl mal. Ich bin bereit. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Nein. Ich wollte noch einmal kurz was schauen. Ich muss erst noch was erledigen. Gut, wir warten hier. Wir machen das sofort, weil ich wollte einmal zum Rüstungsverkauf. Ich wollte mal gucken, was der so anbietet. Das finde ich schon wieder cool. Also, das sieht cool aus. Wir kaufen sowieso alle. Dinger. Und da fehlt uns ein Panzerwanderer zu. Die sieht auch cool aus. Da fehlt uns ein Langbein-Zirkulator. Was auch immer das sein soll, aber ja. Was hast du nicht zu verkaufen, ne? Und da war noch ein Fragezeichen. Das wollte ich auch noch mal holen, bevor ich... All die Leute hier. Das hier? Das erinnert mich an Mutterherz im heiligen Land. So, die macht Futter. Du bist eine Nora, oder? Ich habe seit der Jägersiedlung keine mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass Utaru so weit nach Osten reisen. Es ist wegen meiner Farben. Ich will lernen, wie andere Stämme mit Wurzeln und Pflanzen färben. Es ist erstaunlich, was der richtige Farbton aus einer einfachen Rüstung machen kann. Ich habe Muster dabei, falls du interessiert bist. Jetzt ist hier, wollen wir die Pflanzen... Ich finde die voll cool. Aktuelle Farbe, keine. Welche tragen wir gerade? Ich glaube, die Feuergeschichte hier, ne? Die hier, ne? Die tragen wir gerade. Also, da ist ja auch ein Haken dran. Okay. Das sieht cool aus. Das Rot ist viel geiler. Ah, das nehmen wir. Cool. Coolio. Welche Farbe hast du hier? Nee, das ist nicht so cool wie das da. Das finde ich viel cooler. Die sind wunderschön. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tenakt-Färber. Sie sind vielleicht nicht der freundlichste Stamm. Doch wenn man ihren Färbern Pflanzen bringt, kann es vorkommen, dass sie ihr Wissen teilen. Ich halte nach ihnen Ausschau. Dankeschön. Für sowas muss man doch natürlich mitmachen, Leute, oder nicht? So. Und jetzt sind wir hier free. Und jetzt gehen wir dahin. Irgendwann machen. Let's go. Willst du jetzt vor dem Chor sprechen? Vom Wollen kann keine Rede sein, wir müssen. Aber los geht's. Okay, gehen wir zu ihnen.
kenne mich mal aus, Leute. Freue, dass ihr Bescheid wisst und so. Bye bye. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang, Aloy. Der Chef ist im Ring. Moment, ich mach die Kamera an. Let's go. So. Wir laufen ihr jetzt mal hinterher. Auf den Feldern wird gekämpft. Natürlich. Das sind keine normalen Maschinen. Ich habe solche schon mal gesehen. Sie müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen Rheinklang. Wir müssen weiter. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Aua. Schießt ihr mich? Ich hätte den einen eigentlich umbringen können, ne? Mehr Maschinen. Das Metall brennt. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein vermisster Langhaut. Was sind alles nur Wühler? Das sind jetzt nicht so die bombastischen Maschinen. Ah, dieser Vogel wieder.
jetzt einfach mal so, wir laufen wirklich direkt so. Wir mischen uns da nicht ein. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Okay. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Aua. Wow. Stärker als ein Ball, kann das sein? Denk mal, ich hätte Durst. Komm, meine Ruhe. Das brauche ich. Ich da dran hin. Wir müssen erstmal die Kicker erledigen. Ich meine das ernst. Alter. Ich würde den eigentlich schon mal. Das ist nicht das normale Ding, ne? Den schon mal gescannt. Nee. Oh ja. Eher so ein Raptor-Kastel, oder? Kann das sein? Danke. Du bist erledigt. Auf den anderen. Nee. Ah, was ist das? Wow. Der kleine Raptor wollte auch nochmal Ärger machen. Da nehmen wir kaum Damage, Leute. Der Lohn bekommen. Mach das. Ja. Wow, das ist echt tief. Look. Wir wollen aber erstmal hier einsammeln. Das sind jetzt ein paar Maschinen. Die wir natürlich nicht die Sachen hier lassen wollen. So. Überall sind Maschinen. Ja, das ist es, was ich jetzt gerade ein bisschen nutzen will. Wir wollen alles mitnehmen. Wir brauchen auch Gehre natürlich. Die wir bald kaufen können. Ja. Eine großzügige Kiste. Dann haben wir da hinten. Ist da eine Waffe? Boah, die hätte ich früher sehen müssen. Naja, gut. Können wir schlecht mitnehmen. Aber wir können es gleich mal versuchen. Aber wenn wir klettern müssen, bringt das nichts. Wir sind dann aber auch ein bisschen langsamer unterwegs. Nehmen wir das einfach mal mit. So, das haben wir irgendwo an der Maschine abgeknüpft. So, die legt die ab, um zu pflücken. So. So. Kann man da auch ohne Klettern hin? Oder muss ich klettern? Dann ist das Ding direkt hier. Da. Muss man weitergehen. Müssen wir. Ja, da ist schon wieder eine.
Die Maschine stört sich nicht an Säure. Ja, aber vielleicht... Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Ja. Soll der auch treffen? Ey, mit der kann ich irgendwie, die verzieht sich immer. It's not so easy. Weil kannst du die nicht tragen und dann nehme ich sie wieder, wenn wir schießen müssen. Oh Mann, ey. So, ein Stein. Einen Stein brauchen wir nicht. Da gibt es eine Farbpflanze. Wir nehmen natürlich einmal hier alles mit. Ein schöner Fund. Aha. Wir nehmen die so lange mit, wie es geht. Okay. 11 Schuss haben wir noch. Frag mich, wie die Blumen hier so wachsen können auf Gestein. Das sieht eher aus, als wäre es nicht natürlich, sondern dass sie das da hingepflanzt haben. Wisst ihr, was ich meine? Die Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Tut mir leid. Fürs Erste müssen wir weiter. In der Tat. In die Höhle. Ich glaube, ich lasse die Waffe doch hier. In der Höhle müssen wir 100 pro klettern. Lass mal hier. Okay, so. Mögen die Landwirte unser Eindringen vergeben. Natürlich werden sie das. Schließlich wollen wir die helfen und retten. Dann werden sie sowas uns vergeben. Kommen wir da oben nachher später wahrscheinlich hin, weil wir hier dann eine Art klettern können. Aus Licht. Ja, so müssen wir hier lang. Wir müssen irgendwie drumherum. Hier oben! So. Seht ihr schon, allein bis hier hätten wir jetzt noch die Waffe tragen können. Also schwachsinnig gewesen, die mitzunehmen. Jetzt sind wir das, was ich gerade eben gesehen habe. Aber wir müssen rüberspringen. Ich weiß zwar nicht, wie das gemeint ist. Irgendwie gerade fest. Sorry! Ich und Jumpen, ehrlich. Das funktioniert nur im Westen. So, ihr bleibt hier. Links oder rechts? Links oder rechts? Egal, hab's doch gerade aus. Hey, jetzt sind wir hinter der Mauer. Die Frage. Das ist wahrscheinlich egal. Ja, jetzt sind wir nämlich auf demselben Weg. Oh, aber wir kriegen halt noch ein paar Pilze. Und das ist wichtig, Leute. Wir brauchen die Pilze. Wir müssen tauchen. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Oh. Guck mal, ich will mal was schauen. Also erstmal hier. Wunderer. Naja. Das sind die neuen Krallenschreiter. Interessant, interessant. Sammelobjekt, ja, den Flugscheibe, den haben wir auch noch. Deshalb wird es hier schnell ein Treibweg gebirgt, ja, das hatten wir ja schon gelesen gehabt, als wir es eingesammelt hatten. Okay, ja gut, dann 2 Punkte hätten wir noch, aber wir gehen direkt da rein. Let's go. Let's go. Ich bin heute so durstig, es tut mir leid.
Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Oh, sie kriegt einen Fokus. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Den Kern dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen, wie du sie noch nie gesehen hast. Das ist ja das Problem, nehme ich mal an. Okay. Wir müssen runter. Diese Maschinen. Wir müssen sie ausschalten. Direkt hinter dir, Aloy. Gar nicht runterkommen. Oh. Ey, nicht so fies zu mir. Ich bin auch nicht fies zu dir. Und? Aua. Kleines Känguru. Ja, jetzt gibt's in Ruhe. Aua, 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 aua. Jetzt nicht wieder mit anlegen, ne? Hat seine Krallen für dich verhalten. Oft keiner, ehrlich. Immer noch nicht. Ruhe! Oh, nicht. Megapfeil aufheben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Den Sprungschläger wollen wir natürlich auch noch ausrauben. Schatzi, da müssen wir nicht lang. Komm mit mir. Da ist noch einer. Geil, wie Wahl einfach einen vorbeigeht. Oh, ich dachte, du bist bei Wahl. Warum nimm mal bei mir? Er ist ja schon hinüber. Aha. Das cool. Ist also eine Brutstätte, wo Maschinen geboren werden. Jo. Das sieht so aus, doch. Wenn die Landwirte hier ein- und ausgehen... Nee. Ja, wird sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Nee, das ist mehr. Das ist mehr, definitiv. Schauen mal. Hier. Ich habe jetzt alles gefunden, was man finden musste. Was haben wir hier? Eine Vorratskiste ist nicht schön. Okay. And let's go. Diese Kabel leuchten. Das habe ich schon mal gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Das Ding, das uns tot sehen will. Es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Sogar der Berg ist bis ins Meer verdorben. Ich habe ja auch das als einfach dieses AI, ne, diese künstliche Intelligenz, die sich halt weiter selbst weiterentwickelt. Das ist halt diese
extreme Gefahren. Und das verstehen irgendwie viele dann irgendwie nicht. Und ich, ganz ehrlich, das habe ich im ersten Teil auch gesagt. So unrealistisch ist das nicht. Genauso wie iRobot. Das ist so unrealistisch. Definitiv nicht. Sorry, meine Meinung. Wir gehen den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Weg nach oben finden. Moment, Moment, Moment. Wird sie aktiviert? Was wird aktiviert? Moment, Moment. Wird sie sich da oben aufzubewegen? Was ist aktiviert? Was war anders? Wie geht's dir so? Ja, dass ich darauf Ort. Schritt ja Energieschild gemessen. Die Landgötter bestimmt. Kein Eltaro hat ihn jemals getötet. Oder der Säulen scheinen sich, um dir und Baylor zu helfen. Und Fahrt zu viel aufstocken, wie Geld auf sie schieße. Und jeden einen Weg frei. Okay, hör zu. Oh, jetzt ist er wieder weg. Nicht, aber hier. Wo müsst ihr jetzt gleich kommen? Der hier. Die Zahnräder müssen an der richtigen Stelle sein und nicht zu passen. Ich muss die Zahnräder treffen, wenn sie an der richtigen Stelle. Ja, okay, wenn er da. Alles klar, okay, 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 got it. Wir warten jetzt nochmal. Wenn er hier ist, muss ich den treffen. Nicht, wenn er zu sehen ist. Der kann ich jetzt hoch, aber der da oben hat ja auch noch einen. Ich muss auf die Zahnräder schießen, damit die Säulen stehen. Ja, ach so, warte. Der da wahrscheinlich, ne? Okay. Habe ich falsch geguckt gerade. So, ich ziele schon. Das jetzt noch nicht. Das zweite Gesicht. Was will Fete? Ja. Ah, da oben auch nochmal. Okay, der ist jetzt gerade weg. Wir müssen den hier so treffen. Löwen. Schwachstellen von Maschinen. Haben alle Nora so Angst? Nein, nur Aloy und ich. Ja. So, jetzt sollte ich da hochkommen können. Solltest du theoretisch. Und weg ist sie. Wir sind halt ein kleines Äffchen. So. Wir müssen da hinten wieder rauf. Noch eine Bodenplatte. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Irgendwas runterdrücken. Hast du einen Weg rüber gefunden, Aloy? Ich arbeite dran. Kann ich irgendwas ziehen oder so? Muss irgendwas. Ist Energieschild. Okay. Moment, Moment. Irgendwas. Säulen. Vielleicht komme ich rüber, wenn ich sie in die richtige Position kriege. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber Schatzi, du musst... Das ist ja nur zum Hochklettern hier, nicht zum Abschießen. Hier ist gar nichts. Hier treffe ich sie ja nicht. Oder muss ich unten noch irgendwas machen? Hier wieder. Oh, der ist ja voll schnell. Oh. Vielleicht wird er dadurch langsamer. Okay, Moment. Kann ich mal einfach hochklettern und dann erschwert er das Ding selber? Ich meine, so schwer ist es nicht. Ist ein Greifpunkt. Da reagiert er nicht mehr drauf. Okay. Und
I don't know. Let me think about it. Das ist die Druckplatte. Und was will ich denn? Darauf komme ich auf jeden Fall. Okay, ich fall dann runter. Alles klar. Alles klar. Das muss man ja auch erstmal ausprobieren, ne? Bin ich dumm oder dumm? Obwohl, das könnte ich treffen. Warte mal, der ist nicht so schnell. Muss aber hier sein. Ich glaube, ich muss den wirklich erst... Nee, das funktioniert so nicht. Dann ist er auch noch gar nicht... Der ist auch noch gar nicht bereit, angeschossen zu werden. Womit kann ich den denn erschweren hier? Jetzt mal ganz im Ernst. Muss ich ja irgendwie sehen können eigentlich. Es muss ja eigentlich hier oben irgendwas sein. Na, was? Ich hab von der Kante fallen lassen. Das ist ja hier nicht. Ach, kann das... Ach so. Die Kiste sollte schwer genug sein. Ich wusste ja nicht, dass man die Dinger... Die Kiste passt nicht durch die Öffnung. Das ist ja voll kacke. So fein, nee. Aber dadurch passt sie wahrscheinlich. Ich schlapp mich mit der Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Ja. Ich hätte mir, glaube ich, vieles bei dem anderen, bei der anderen Boot-Dings leichter machen können. Glaube ich. Kannst du da nicht weiterschieben? Bis der weg ist? Der hat irgendwie da nicht weiter ge... Okay. Es wird doch. Okay. Und dann noch mal hier hinten hin. Das ist so toll, das Hin- und Herlaufen. Ich liebe sowas. Ja, richtig. So. Mimi. Ich weiß, es tut mir leid. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Wisst ihr Bescheid, ne? So, jetzt sind die auch weitaus langsamer. Okay. Ach, da ist er schon. Und Schuss. Oben? Bei dem hier, ne? So. Jetzt sollte ich rüberkommen. Ja. Was du nicht alles solltest, meine Liebe. Was du alles nicht solltest. So. Kommst du wieder? Wie läuft's denn da oben, Aloy? Rund. Ich glaube, ich hab's gleich. Rund läuft's. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Ja. Sicherlich. Da ist sie doch. Wir wollen aber erstmal die hier holen. Tschüss. Ist immer gut. So. Aha, da leuchtet's. Gerade nicht gesehen. Jetzt entdeckt. Und Schuss. Eins wieder. Noch zwei. Jetzt sollte ich darauf kommen. Ach, wirklich. Das erfreut immer mein Herz. Ist aber noch sehr schnell, Leute. Das ist noch nicht aktiviert. Wie soll das denn? Ach so, muss ich von da... Ich bin zu früh gesprungen, wa? Deswegen hat sie noch nichts gesagt. Wollen nicht wieder runterfallen hier. Deswegen hat sie noch nichts gesagt. Da, seht ihr.
Deswegen hat sie nichts gesagt. War ich zu schnell. Jetzt. Okay. Jetzt kann ich okay. Ich war zu schnell. La la la. Ich war viel zu schnell. La 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 la. Ich war viel zu schnell. Wir kriegen das alles hin, mein Leben. Wir kriegen alles hin. Weil wir so schlau sind, so schön sind, so rank und schlank. Ich krieg Hunger, Leute. Das ist nicht gut. Da unten müssen wir hin. Befestes Kabel sind überall auf dem Knoten. Vielleicht kann ich nur noch. Vielleicht? Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Ja, dann. Mach das mal. Muss ich denn jetzt lang? Ich lauf schon mal vor, ne? Ihr kommt nach. Wie kommen wir runter? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Schon wieder? Ihr seid keine große Hilfe. Jetzt mal ganz im Ernst nicht. So. Ich muss einmal kurz mich orientieren, Leute. So, wenn ich da runterfalle, macht's Aua. Kann ich hier rauf? Ja. Oder auch nicht. Nicht hier rauf? Wie komme ich denn? Oder muss ich darüber jumpen? Mist. Wie komme ich wieder hoch? Alles okay da unten? Ja. Nee. Das ist das Problem, es tut mir leid, Aloy, wenn du von mir gespielt wirst. Sag mal, fällt man halt öfters runter als nötig. Es ist halt das Problem. So, ich bin ja schon wieder da. Wisst ihr, wenn ihr helfen würdet, ne? Dann hätten wir gar keine Probleme. Aber ihr guckt ja nur dumm aus der Wäsche. Vielleicht muss ich von hier aus springen. Ist vielleicht logischer. So ein bisschen. Man sollte sich manchmal auch mehr umsehen als, weil ich sehe mich ja nicht oft genug um. Deswegen sind wir ja schon so weit, obwohl wir erst, Wow, das war ein weiter Sprung. Ja, du kriegst das aber hin. Da bin ich optimistisch bei. Okay. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? So. Das können wir ja kaputt machen. Haben wir gelernt? Haben wir hier noch was, das mich interessieren könnte? Noch nicht. Okay. Wir müssen erstmal die Knoten loswerden. Die ganzen Kabel, meine ich. Aber hier geht's nicht weiter. Leute, da haben sie mich verarscht. Oder ich einfach nur dumm. Nie. Ist okay. So, wo wollen wir lang? Wir wollen. Da, ganz nach oben. Let me think about it. Müssen wir darüber? Okay. Ayako! Bum, bum, bum. Okay, ist ein. Mal sehen, was wir tun können. Hast du es geschafft? Ey, der stresst mich doch nicht so, ey. Kommt rüber, ihr zwei. Ihr faulen Leute da hinten. Ich mache hier die ganze Arbeit, weißt du? Reimrüstung an Einheit G-Typ 1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Ja, ziemlich ungeil. Ist das ein Lava? Matrix 5 aktivieren. Du musst gar nichts aktivieren, ehrlich nicht. Es ist, Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Treibstoffversorgung von Einheit G 1 starten. Immer noch keine Spur von Fahr. Es ist so groß hier. Wir suchen weiter. Dann nehme ich da rauf. Durchsatz um 20% erhöhen. Ich muss kurz ein bisschen überlegen, Leute.
Ja, ich muss manchmal überlegen. Der beste Weg. J1 Zeta einschalten. Du musst gar nichts einschalten, Schatzi. Muss ich doch auf die Dinger rauf, wa? Dann. Gut. Ich wollte mal gucken, wie warm die Lava ist, weil ich mir ist kalt, wisst ihr? Das ist, wichtig. Da rein, ne? So, Werkstatt. Rüstung an Einheit G1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Hephaestus. Er hat ja alles übernommen. Da war Matrix. Da ist wohl noch ein Ding. Auf der anderen Seite. Bei der Tür. Ah, muss ich da. Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Naja, du machst so. Dann funktioniert das. Treibstoffversorgung von Einheit G1 starten. Du sollst gar nichts starten. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist. Er hört ja nicht auf. Aua! Du blöd, Mann, du. So, wo muss ich jetzt hin? Durchsatz um 20%. Orientieren. Erhöhen. So, wir müssen irgendwo da hoch. Musst du da irgendwo raufklettern? Ich kann sie Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Ich bin blind anscheinend. Ach, da kann ich hoch. Gut. Ich war ja geradeaus, als ich da war, Leute. Entschuldigt, die waren geradeaus, als ich da war. Dass ich die nicht gleich gesehen habe, Leute. Ist es ja nicht. Und 12 transferieren. So, dann müssen wir hier hoch. So. Geschütze in Einheiten. Da müssen wir jetzt rauf. 50 bis G24 laden. Heiß. Aua. Ich will nicht fallen. Ich will nicht. Ich will nicht. Das ist mir zu heiß. Okay. Wahrscheinlich können wir hier. Ausbildung, Alpha Ausbildung. Mich irgendwie gerade verguckt oder ich muss das mal schauen, wo die. Ja, war klar. War klar, dass ihr gerade jetzt natürlich runter müsst. Wenn ich gerade Zeit habe. So, jetzt klappen die wieder auf. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Er lebt auch in seiner Schleife da, ne? Okay, ich glaube, ich kann auch Ausstattung für Einheit G. Ja, die Frage ist, was bringt der Metallwagen ein? Wenn ich nicht weiß, wo ich absprach. Warum bin ich da eigentlich runtergefallen? Ja, war Matrix 5 aktivieren. So, dann wollte ich ja. Was hat der Festes vor? Das ist hier die Frage. Muss ich denn jetzt absteigen? Wahl, über uns. Sie ist in der Luft. Nicht loslassen, Aloy. Ja, wer hätte das gedacht? Schatz um 20% erhöhen. Aber da müssen wir gleich. Weil da fliegen die rein und da komme ich ja nicht weiter. Deswegen muss ich da loslassen. Loslassen. Angekommen. Okay. Was jetzt? Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Okay, jetzt muss ich hier wieder. Muss ich jetzt darüber schweben? Okay. Sekundärpakete zu Materialbucht 5 und 12 transferieren. Genau.
Gut, mein Lieben, ich würde sagen, bevor wir jetzt weitergehen, und das ist gemein, ich weiß, würde ich diese Folge tatsächlich beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und Like da. Ich würde mich mega freuen auf eure Unterstützung. Und wir sehen und hören uns ein anderes Mal. Bis dann. Nebenleitungen. Nom-A-X umschalten.